Wir müssen heute über ein sehr sensibles und auch spezielles Thema reden, nämlich das Thema Erben. Wieso ist das Thema Erben, wenn man aus einem stadtnarzisstischen Elternhaus kommt, in solchem Umfeld vielleicht auch lebt oder gelebt hat, sehr speziell? Wieso nutzen stadtnarzisstische Menschen das Thema Erbe sehr oft, um ihre eigenen Ziele zu erreichen? Wieso lässt man sich da nicht selten auch einfangen? Was kann man machen, um das klarer zu sehen, seine Grenzen zu setzen? Ich erkläre es dir und habe am Ende viele Tipps und 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, heute ein Thema, was ich immer wieder in meinen Videos auch angesprochen habe, mir ist aufgefallen, ich habe kein einziges Video extra mal zu diesem Thema gemacht. Ich finde, es ist einfach ein wichtiges Thema. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Und wenn ihr eigene Gedanken, Erfahrungen vielleicht auch zu diesem Thema habt, schreibt super gerne in die Kommentare, können wir uns natürlich auch super gerne austauschen. Ansonsten abonniert super gerne meinen Kanal, wenn ihr neu seid. Thema Narzissmus, psychische Gesundheit, gesunder Selbstwert, alles Themen hier. Ja, und auch eben mal so ein Spezialthema heute, was aber überhaupt nicht unwichtig ist. Ihr wisst natürlich auch, keine Schwarz-Weiß-Sicht und natürlich auch kein Bashing hier. Wisst ihr, natürlich möchte man nicht, dass Menschen von uns gehen, aber es ist einfach Teil des Lebens und es ist eben auch so, dass das Thema Erben kein unwichtiges Thema ist, wenn man aus einem stadtnarzisstischen Umfeld kommt. Denn das wird nicht selten genommen, um im Umfeld viel zu erreichen, wenn man aus dem Blickwinkel von stadtnarzisstischen Menschen eben schaut. Deswegen tauchen wir da jetzt, wie gesagt, einfach mal ein. Was sind so typische Punkte zum Thema Narzissten und Erben? Ihr wisst ja auch, Narzissten, Mann, Frau, wie auch immer, ihr könnt bei mir immer alles tauschen. Ja, das eine ist, Narzissten versprechen einfach irre viel, auch Fremden, dass sie irgendwann mal erben werden. Müsst immer sehen, stadtnarzisstische Menschen lügen, wenn es sehr ausgeprägt ist, einfach oft. Sie sind große Märchenerzähler und so eben auch beim Thema Erben. Sie haben kein Problem, Menschen da irgendetwas zu versprechen, um einfach an ihr Ziel zu kommen. Ziel heißt, sie wollen vielleicht umsorgt werden, sie wollen mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit, sie wollen, dass sich Menschen um sie kümmern. Das sind alles so Punkte, die ihnen ja sehr oft wichtig sind, um den eigenen geringen Selbstwert zu stabilisieren und um mehr zu bekommen als zu geben. Denn das ist oftmals leider so, dass von dem, was sie da versprechen, einfach nicht viel übrig bleibt. So ist es zum Beispiel auch bei Lara. Lara, die hat eine Tante, Tante Inge, und Tante Inge kennt sie schon echt lange und hat sich schon immer viel um Tante Inge auch gekümmert. Tante Inge hatte zwar irgendwie einen Sohn, aber von dem hielt sie nicht so wirklich viel. Und Lara war immer ihre erste Ansprechpartnerin. Tante Inge hatte auch diese tolle Wohnung an der Ostsee, wo Lara auch wirklich sich schon in jungen Jahren, ist sie dort gerne mit hingefahren. Und sie kümmerte sich irgendwann. Irgendwann kümmerte sie sich komplett um die Vermietung dort, organisierte alles. Sie fuhr manchmal sogar hin, wenn es Probleme gab mit irgendwelchen Gästen. Weil Inge auch immer zu ihr sagte, Lara, das ist doch, diese Wohnung ist doch wie für dich gemacht. Du wirst die irgendwann mal bekommen. Ja, und so kümmerte sich Lara, obwohl es ihr manchmal auch echt zu viel wurde, bekam auch von Inge da auch kein Geld für, weil sie dann sagte, ich kenne mich damit auch einfach aus, denn Lara kam aus dem Immobilienbereich und dachte sich, es ist eben Tante Inge, obwohl es schon wirklich auch sehr, sehr aufwendig war und sie manchmal sogar von ihrem Geld so ein bisschen was nahm, um die Wohnung so ein bisschen aufzuhübschen. Ja, und das Gleiche machte aber Inge, und das wusste Lara gar nicht, auch mit ihrem Sohn. Der Oliver, der ungeliebte Sohn, wie sie ihn immer nannte, der Oliver machte Inges Garten unter anderem. Er machte auch Renovierungsarbeiten zu Hause. Und da nutzte sie ihn auch wirklich sehr aus. Auch er investierte viel eigenes Geld in dieses Haus, denn Inge sagte auch zu ihm immer, mein Junge, an der Ostsee habe ich ja diese Ferienwohnung, die ist so viel wert mittlerweile, die wirst du auch irgendwann erben. Man muss dazu sagen, Lara und Oliver verstanden sich nicht so wirklich gut. Lara war immer sauer, weil Inge immer erzählte, wie böse er doch war. Und Inge erzählte Oliver immer, dass Lara ja auch nur scharf auf ihre Wohnung war. Ja, am Ende war es so, dass Inge dann verstarb und dann kam das böse Erwachen. Denn diese Wohnung dort an der Ostsee, die hatte Inge schon längst verkauft
Und es war schon längst klar, dass mit ihrem Tod die in anderen Besitz übergehen würde. Und auch ansonsten war gar nicht mehr viel über. Im Gegenteil, Oliver hatte sogar Mühe, noch genug Geld für ihre Beerdigung zu haben. Und das ist ganz, ganz oft so. Versteht mich nicht falsch, ich habe euch gesagt, ne, es ist natürlich immer einer, der was verspricht, der Andreas glaubt. Aber es ist halt so, deswegen ist es auch sehr komplex oft, deswegen erzähle ich euch das auch so, dass sie eben vielen Menschen quasi was Ähnliches auch versprechen, am Ende meistens gar nichts da ist und ihren Vorteil zu Lebzeiten generieren wollen. Ne? Die Inge wollte nichts bezahlen dafür und die Lara hat sich eben gekümmert. Und der Oliver hat da auch, ne, das Haus so schön gemacht. Und mit diesen leeren Versprechen, ja, hat sie sich dann eigentlich ein echt nettes Leben sozusagen gemacht und hatte auch kein Problem, da alle zu belügen. Das Zweite ist, sie reden in Orakeln und keiner kennt die wirklichen Vermögensverhältnisse. Das ist auch sehr oft so. Selbst die Kinder wissen nicht so recht, wie es finanziell eigentlich bei Mutti oder Vati aussieht. Sie lassen sich nicht selten nicht in die Karten schauen und das kann in verschiedene Richtungen gehen und Gründe haben. Das eine ist, sie quatschen sich, habe ich es genannt, arm, wo sie das gar nicht sind, um zu Lebzeiten wahnsinnig viele Vorteile zu bekommen. Du weißt doch, die Omi hat doch kein Geld. Ist da vielleicht so ein mantraartiger Satz? Ja, und so, weil Omi immer allen sagte, sie hat kein Geld, bekam Omi von allen möglichen Menschen immer sehr viel Einladung geschenkt. Aber in Wirklichkeit ging es ihr finanziell relativ gut. Sie fand das nur einfach ganz gut, so unter diesem Label zu laufen und so viel zu bekommen. Oder sie tun so, als wären sie reich und in Wirklichkeit kommt dann das böse Erwachen, weil sie völlig überschuldet sind. Manchmal erzählen sie, müsst ihr auch mal darauf achten, unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Geschichten über ihre Vermögensverhältnisse, einfach je nachdem, wie sie vielleicht gerade dastehen wollen. Vielleicht wollen sie im Tennisverein besonders wohlhabend dastehen und vielleicht erzählen sie anderen wiederum in der Verwandtschaft, dem Bruder, dass es finanziell ja so schlecht aussieht, damit sie zu ihrem Vorteil kommen und vielleicht doch noch ein Haus überschrieben bekommen und der Bruder darauf verzichtet. Also da müsst ihr auch mal drauf achten und genau hinhören, genau hinschauen, sage ich euch ja oft. Das nächste ist, Narzissten machen Hoffnung, ich habe es genannt hier wie ein Käse. Ich sage euch ja so oft, Narzissten sind oft so wie so eine Maus, machen so einen Käse vor die Maus, ja, man selber ist vielleicht die Maus und denkt, naja, irgendwann bekomme ich den Käse, irgendwann oft in narzisstischen Elternhäusern. Im Übrigen, da habe ich in meinem Video richtig viel zu. Wenn ihr da noch mehr zu erfahren wollt, schaut mal hier oben und hier unten mit auch ganz vielen Tipps. Ist es so, dass sie einen quasi locken. Nicht nur emotional, irgendwann ne, wirst du Lob bekommen, irgendwann wird alles gut, irgendwann lieben wir dich. Nein, auch finanziell ist immer oft dieses Irgendwann. Schon als Kind wird einem eben Hoffnung gemacht, was man angeblich alles so erben soll. Schau mal, Mia, das ist Mamas Grundstück in der Pfalz. Und wieder holte die Mutter ihr Handy raus und zeigte Mia die schönen Bilder von ihrem Grundstück in der Pfalz, richtig schön im Wald gelegen. Irgendwann gehört das alles dir. Und Papa, der erbt ja auch wahrscheinlich vom Onkel Klaus noch auch das Ferienhaus, was er in Österreich hat. Und Mia, das gehört dann irgendwann alles dir. Unser Haus, das wir noch renovieren müssen jetzt, das gehört natürlich auch irgendwann dir. Ja, wir müssen jetzt noch ganz viel hier reinstecken, aber das schaffen wir. Also so wird Kindern schon sehr oft sehr viel Hoffnung darauf gemacht, dass sie irgendwann mal richtig viel kriegen. Und das hängt nämlich mit dem nächsten Punkt zusammen. Narzissten wollen so oftmals Verzicht auswirken oder den Verzicht erwirken, so ist es korrekt, bei den Kindern. Das fängt oft an, wenn sie schon klein sind, Jugendlicher, denn sie sind sehr geizig, oft auch den eigenen Kindern gegenüber. Und verzichten, um irgendwann etwas zu bekommen, ist da für sie wirklich ich nenne es mal probates Mittel, da auch rumzulügen und so diesen Verzicht der Kinder und auch bei Dingen, die ihnen zusteht, zu bewirken. Da ist zum Beispiel Oma Ella. Und Oma Ella hatte den Kindern nun endlich, sie hatte viel gespart, hatte ihrer Tochter gesagt, weißt du was, jetzt ist es soweit, also ich habe 5.000 Euro pro Kind. Gib das doch den kleinen Mäusen, leg es vielleicht auch für sie einfach an, dass sie eben was bekommen. Ja, und Franziska, ja, die setzte sich dann mit ihren Kindern hin. Die eine Tochter war jetzt 14, ihr Sohn war 11 Jahre alt und besprach dann mit ihnen, ja, die Oma Ella,
die hat uns jetzt Geld gegeben. Aber ihr wisst ja auch, ne, es ist jetzt einfach viel, man muss jetzt viel renovieren, habt ihr ja auch in den Nachrichten gesehen und es ist jetzt viel zu tun. Und deswegen, Papa und ich, wir würden jetzt auch euer Geld nehmen, ne, von Tante, ich wollte euch nur Bescheid sagen, von der Oma Ella, und würden das hier in das Haus stecken. Es ist ja auch euer Haus, es gehört ja auch euch. Ja, und die Kinder stimmten natürlich auch zu und verzichteten wieder einmal auf Geld, was ihnen zustand, während Franziska und ihr Mann sich ihr Haus weiterhin luxusmäßig renovierten. Das habt ihr einfach auch sehr, sehr oft, wie gesagt, diese leeren Versprechungen, diesen Verzicht bei Kindern auszulösen. Und glaubt mir mal, Kinder oder Jugendliche machen, um geliebt zu werden, einfach fast alles. Und so denken sie auch, es ist was Gutes. Dass Franziska aber selber vielleicht gerade mal Mitte 30 ist und selber vielleicht noch viele Jahrzehnte in dem Haus wohnen würde, das hatten die Kinder vielleicht auch überhaupt gar nicht im Kopf, weil sie ja dachten, naja, irgendwann werden wir das bekommen. Also das ist auch etwas sehr ernüchternd oft, dass da ganz viel versprochen wird, aber es sind oft, wie gesagt, leere Versprechungen. Auch aus anderen Punkten kommen wir gleich noch drauf, sollte man da ein bisschen hingucken. Narzissten, müsst ihr auch gucken, narzisstische Eltern, Mutter, Vater, vielleicht auch beide spielen die Kinder gerne gegeneinander aus, über das Thema Erbe. Das ist ein sehr probates Mittel, sie schaffen so Missgunst zwischen den Kindern, gerne auch, wie gesagt, über Geld und Erbe. Jedem wird was besprochen und keiner soll vor allem darüber reden. Manchmal, müsst ihr mal darauf achten, kommt sowas durch Zufall raus und dann gibt es den großen Streit. Interessanterweise ist es sehr oft so, und da müsst ihr auch mal darauf achten, wird von dem, was so vererbt werden soll und worüber es Streit gibt, gar nichts festgeschrieben. Oft wird gesagt, naja, du bekommst dann das Haus und dein Bruder bekommt dann dieses Grundstück, aber wirklich festschreiben, das wollen sie nicht. Und der Bruder wird dann zum Beispiel als raffgierig irgendwie betitelt, wenn er dann sagt, naja, wenn ihr mir wirklich dieses Grundstück irgendwann geben wollt, wäre es wirklich gut, wenn ihr es vielleicht jetzt überschreibt, weil wir da jetzt auch bauen wollen. Also da müsst ihr wirklich auch gucken, so wird sehr oft Missgunst zwischen den Geschwistern gestreut, müsst ihr auch darauf aufpassen. Das nächste ist, sie machen ein Mysterium aus dem Thema. Also wer bekommt was? Ein großes Geheimnis. Nein, wir werden da nicht, wir haben das geregelt. Wenn das geregelt sind, oft so Aussagen, wir haben das schon geregelt. Ja, jeder wird das bekommen, was ihm auch zusteht. Sind oft so leere Worte und so hoffen natürlich die meisten auf ganz, ganz viel und können dann aber auch sehr stark enttäuscht werden. Auch so versuchen sie natürlich, ihre Ziele mitunter auch zu erreichen. Meistens gibt es dann vielleicht auch gar nicht so viel. Das nächste ist, sie wollen nicht überschreiben oder nur so halb und immer noch die Kontrolle zu haben. Das habt ihr auch sehr oft. Es wird immer alles so halb gemacht, dass sie irgendwie noch die Hand auf den Dingen haben, dass sie noch eine Kontrolle einfach haben. Ihr sollt vielleicht das Haus ausbauen. Ja, ihr seid also vielleicht, sollt ihr das machen. Das wird auch schön gemacht und ja, eure Eltern wollen das auch ganz gerne, aber richtig überschrieben werden soll das Ganze dann doch noch nicht. Ne? Und so gibt es nämlich auch den Ehestreit bei Conny und Stephanus. Connys Eltern hatten ein Grundstück hinter dem Haus und da sollten sie nun bauen. Und Stephanus hatte immer wieder den Konflikt mit Connys Eltern, die einfach auch schwierig waren. Aber Conny wollte so gerne in dem Ort eben bleiben und es war schwierig, auch was anderes zu finden. So viel Geld hatten sie jetzt eben auch nicht. Nun wollten sie bauen und Conny wollte das eben auf diesem Grundstück in der Nähe. Ne? Die Eltern hatten eben dieses Grundstück und darauf bauen. Und da sagte Stephanus, ja, ihr Lieben, aber ehrlich gesagt, wir möchten schon auch, also das Grundstück dann natürlich überschrieben bekommen, aber nicht nur dieses kleine, weil das ist da grenzt ja auch dieses andere Grundstück noch hinten dran. Und wenn da jetzt noch jemand anderes bauen würde, das wäre doch sehr eng. Und ihr hattet Conny ja auch versprochen gehabt, dass ihr das auch überschreiben wollt. Also ohne diesen Garten ist dieses Haus, da können wir einfach auch nicht wohnen. Ja, und da wurden ihre Eltern ungemütlich. Stephanus, was willst du denn noch alles haben? Reicht dir das Grundstück vorne nicht? Das kriegst du doch auch noch. Irgendwann werden wir euch das noch geben. Wer soll das denn sonst bekommen? Aber Stephanus hatte wirklich Bauchschmerzen, dieses Haus auf diesem Grundstück dort zu bauen, weil er den Eltern von Conny nicht traute. Denn er hatte auch schon mal gehört, wie die Eltern, Connys Bruder, auch schon einmal zugesagt hatten, dieses Grundstück, was eben direkt an dieses, wo sie bauen wollten, grenzte, zu versprechen. Also das habt ihr eben auch sehr oft,
dass sie da sehr offen bleiben, es eine große Unsicherheit herrscht und auch sogar bei solchen Themen wie mit diesem Haus zum Beispiel. Ne? Ja, was macht das mit einem? Ja, es macht natürlich was mit einem, wenn man so aufwächst, wenn man stagmatistische Eltern beispielsweise hat, die so mit diesem Thema Erben umgehen. Das erste ist, man lässt sich ganz viel gefallen mitunter als Kind und Jugendlicher und auch sogar als Erwachsener. Und dafür solltet ihr euch auch nicht schämen, finde ich, weil man ja im Hinblick auf das Erbe und auf eine gewisse Gerechtigkeit, auf die man auch hofft, man sich damit nicht verscherzen will. Es ist sehr häufig, wenn ihr mal vielleicht so, wenn ihr so aufgewachsen seid, mitunter auch unter stadtnarzisstischen Eltern, diese Hoffnung, naja, wenigstens bekomme ich irgendwann. Ich habe so viel verzichtet, ich habe so viel mitgemacht, ich habe so viel mitgeholfen, es gab so viel Unfrieden auch wegen dem Haus, aber irgendwann werde ich es doch vielleicht mal bekommen und so ein bisschen Gerechtigkeit zu bekommen. Und ja, kann man aber ein böses Erwachen erleben. Wie gesagt, man denkt, das ist der nächste Punkt, habe ich schon vorweggenommen, man bekommt irgendwie eine gewisse Gerechtigkeit, innerlich vielleicht auch. Man glaubt einfach die Märchen der Eltern, das ist wirklich traurig. Ne? Stagmatistische Eltern können ihre Kinder auch super anlügen. Also die haben einfach oft, wenn es sehr ausgeprägt ist vor allem, kein Problem zu lügen. Lügen hier oben und hier unten nochmal ein interessantes Video dazu. Als Kind und Jugendlicher verzichtet man auch auf das, was einem wirklich zusteht. Also zum Beispiel Oma Ellas Geldgeschenke zum Beispiel, ne? Auch als Kind, Jugendlicher, auch später nicht. Man verzichtet vielleicht auch auf Sachen wie BAföG oder so, ne? Weil man sagt, also nicht auf BAföG, aber auf das Geld, was man bekommen würde anstatt von BAföG, weil man denkt, naja, bekomme ich ja irgendwann auch, fließt in mein Haus, ist ja mein Erbe, bekomme ich irgendwann. Also das sind dann auch sehr extreme Dynamiken, die da entstehen können. Aber wie sieht die Realität oft aus? Die müssen wir uns ja auch mal angucken. Dieser Märchenwelt nicht unter auch, ja. Man sollte nicht da, das ist sehr oft, dass man denkt, naja, wenn narzisstische Eltern hat, hat narzisstische Eltern, wenn die älter werden, werden die milde, altersmilde. Kann es mal geben, kann auch mal Phasen geben, aber tendenziell wird es meistens eher schlimmer. Und auch der Geiz wird schlimmer, vielleicht werden die Lügen auch schlimmer, weil natürlich auch so ein bisschen die Power schwindet, die sie so haben. Ne? Und da ist das Thema Erbe mitunter vielleicht das letzte Machtmittel, was sie mitunter dann noch haben und Kontrollmittel. Und da zu hoffen, dass es noch milder wird, dass es nett wird und dass dann alles gut wird, kann zum bösen Erwachen führen. Denn nicht selten kann es wirklich sein, dass nicht viel übrig ist. Extrem narzisstische Menschen denken oftmals, sie sind Experten, was das Thema Geld betrifft. Da überschätzen sie sich leider auch sehr oft, leben nicht und selten auch sehr großspurig, können nicht gut mit Geld umgehen. Und muss man ganz ehrlich sagen, es kann ernüchternd sein, dass am Ende echt nicht viel übrig ist. Narzissten und Geld, im Übrigen hier oben und hier unten auch nochmal ein Video, das lege ich euch nochmal ins Herz. Es kann auch sein, dass andere im Umfeld plötzlich etwas bekommen. Das habt ihr manchmal auch, sogar wenn ihr in den Medien mal irgendwie schaut, dass irgendwer plötzlich etwas erbt. Habe ich neulich erst wieder gehört, da dachte ich so, ja, interessant. Etwas erbt, der weit bekannt von der Familie war und die Kinder beispielsweise überhaupt nichts bekommen haben. Das kann man alles machen, das ist ja auch der freie Wille, was jeder vererbt und wie er es vererbt. Aber man weiß manchmal gar nicht, und das machen sie eben sehr oft, dass die Kinder dann sozusagen abgespeist werden und andere Menschen dann plötzlich, wenn was übrig ist, genau das eben bekommen. Es ist eben nichts geklärt, was versprochen war. Ich habe euch das mit den Geschwistern eben schon erklärt. Das ist leider sehr oft auch so, dass entweder Gleiches versprochen worden ist und dass nichts geregelt ist. Also, dass eben vielleicht mal irgendwas gesagt worden ist, aber es steht nirgendwo niedergeschrieben. Und darüber gibt es dann oftmals auch Erbstreitigkeiten. Wenn ihr ein stadtnarzisstisches Elternhaus habt, kann es durchaus sein, dass ihr sogar solche Geschwister habt, die eben auch stadtnarzisstische Züge haben. Und das ist natürlich etwas, das macht es natürlich nicht leichter, weil die natürlich genauso ja oftmals geizig sind, auch Gerechtigkeit eben so aussieht, dass sie alles bekommen, die Geschwisterteile nichts. Und das kann wirklich zu großen Zerwürfnissen führen, nicht selten auch wirklich juristisch, dann, ja, dass ein Jurist dazugezogen wird und dass man das dann auch so klären muss, was mitunter aber auch sogar besser ist. Was auch sein kann, Geld ist nicht auffindbar. Und da habe ich hier geschrieben, in Klammern, war überhaupt was da.
Das habt ihr auch oft, ihr denkt nicht selten, oh, was ist da, hat da jemand vielleicht versteckt, was gibt es nicht oder so, nicht noch überall und so. Aber meistens ist es dann gar nicht auffindbar. Wie gesagt, die Frage ist, gab es das wirklich oder war das vielleicht auch ein Märchen von stark narzisstischen Menschen, das wie gesagt gerne erzählen, was man auch, was auch immer sein kann. Die Realität kann auch so aussehen, dass vielleicht wie den beiden Kindern vorhin, ne, der versprochen worden ist, ja, und irgendwann bekommt ihr das Haus und irgendwann gibt es hier was und da was. Und am Ende, jetzt habe ich das vorhin auch so deutlich gesagt, die Mutter ist dann noch 35 oder so. Wenn die Mutter irgendwie ganz alt wird, dann ist, und das müsst ihr auch mal gucken, die sind halt sehr geizig, investieren mitunter auch nichts ins Haus, in Renovierung. Das heißt, das Haus ist mittlerweile vielleicht völlig schrottreif, abgewohnt und im Endeffekt ein Moloch sozusagen, das euch da vielleicht immer versprochen worden ist. Also da muss man eben auch gucken und die Realität eben auch sehen. Was daraus folgt, ist oft eben, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, ein Erbstreit, nicht selten. Das habt ihr ganz oft, dass genau in diesen Familien ein totaler Streit herrscht. Das ist oft das, was stark narzisstische Menschen auch hinterlassen, mitunter auch wollen. Denn so geht es ja immer noch um sie, selbst wenn sie gar nicht mehr da sind, ja, streiten sich alle sozusagen um sie und sie sind wieder Thema. Das habt ihr nicht selten. Und halt die Enttäuschung. Also das kann sein, dass ihr dann auch wahnsinnig enttäuscht seid. Deswegen ist dieses Video, finde ich, auch so unglaublich wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr enttäuscht werdet, dass man halt an vieles geglaubt hat und am Endeffekt es sehr, sehr, sehr ernüchternd sein kann. Deswegen habe ich jetzt natürlich auch nochmal einen Schwung Tipps für euch. Im Übrigen, wenn ihr individuelle Fragen habt, auch zu so einem Thema, Tipps braucht, könnt ihr super gerne, können wir uns mal austauschen, habe ich euch hier oben und unten mal verlinkt, geht auf meinen Blog, schaut mal vorbei, können wir über Videocall oder auch telefonisch uns mal unterhalten. Also meine Tipps sind folgende: Rechne nicht mit einem Happy End und dass so alles kommt, wie es zugesagt ist. Es wäre euch zu wünschen, ja, aber es ist leider in der Realität oftmals nicht so. Deswegen rechne und kalkuliere nicht mit einem möglichen Erbe, was da irgendwo mal kommt. Von stark narzisstischen Menschen. Es ist Mist, wenn du damit wirklich kalkulierst in deinem Leben und dann passiert nämlich vielleicht genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Das ist wirklich nicht gut. Auch wenn es dir zustehen würde. Ich kann das verstehen, wie diese Gedanken oft. Mann, ich habe so viel ausgehalten, ich habe auf so viel verzichtet. Ja, aber trotzdem kann die Realität leider anders aussehen. Es wird, und das ist auch so wichtig, diese emotionale Gerechtigkeit, die man sich manchmal darüber erhofft, wird vielleicht auch eher enttäuscht werden, selbst wenn man es bekommt. Also da solltet ihr auch nicht drauf bauen. Es wird vielleicht einiges okay machen sozusagen, aber es wird nicht das Grundproblem, was es vielleicht auch gibt, lösen. Übrigens, wenn ihr aus dem narzisstischen Elternhaus kommt, hier oben, hier unten, habe ich auch nochmal ganz, ganz viele Tipps. Lass dich durch ein potenzielles Erbe eben nicht kaufen. Ja, also das ist, was ich dir am Anfang gesagt habe, mit der Lara, mit dem Oliver, ja, mit diesen Versprechungen die ganze Zeit, dass man sich kümmert um die Eltern, ganz viel macht und so, sich sehr ausnutzen lässt, was Zeit, was vielleicht auch das eigene Geld betrifft. Da müsst ihr einfach aufpassen, was nicht heißt, dass ihr völlig egoistisch durch die Welt laufen sollt. Aber ihr müsst einfach auf euch aufpassen, weil das einfach ein probates Mittel ist und da haben die auch keine Moral. Stark narzisstische Menschen, wenn es sehr ausgeprägt ist, euch darüber sozusagen zu locken. Regle Dinge vertraglich, wenn du es brauchst und investierst. Klare Menschen machen das. Ich habe euch das gesagt mit Stephanus, der ein komisches Bauchgefühl hatte, mit Conny da und auch wenn Conny da natürlich gerne bauen wollte, aber es ist schon wichtig, das vertraglich zu regeln. Immer diese leeren Versprechungen und dieses Jahr irgendwann und so, das ist einfach sehr anfällig. Wenn Menschen das wirklich wollen, wenn es ihnen wirklich eine Herzensangelegenheit ist, wo ist das Problem? Dann kann man das vertraglich regeln. Wenn die es nicht wollen, solltet ihr immer schutzig werden. Gerade bei solchen Sachen, die elementar sind. Ne? Wenn die dann ein Haus bauen, plötzlich wird direkt nebenan irgendwas gebaut, hat das natürlich eine Auswirkung. Und das ist etwas, da auch drauf zu beharren. Und das kann natürlich durchaus zu Konflikten führen, weil Narzissten das oftmals einfach nicht wollen. Geschwister ist ein anderes großes, großes Thema. Gibt es auch die verschiedensten Konstellationen. Im schlechtesten Fall hat man noch stark narzisstische Geschwister, die auch sehr raffgierig sind, sozusagen, ja, so wie die Eltern es waren. Und dann hat man ein riesengroßes Problem, was man aber durchaus auch lösen kann. Da muss man eben auch vor allem offen reden. Das ist das Wichtige, dass man miteinander offen eben redet und dann eben auch Regelungen findet. Im Übrigen, narzisstische Geschwister habe ich hier auch mal hier oben auch nochmal ein Video.
Narzissten sind im Extremfall bösartig. Rechne also damit auch beim Erben mit sowas. Also wie gesagt, diese Altersmilde kann passieren. Aber im Endeffekt, wenn jemand ein Leben lang sehr bösartig war, warum sollte er auf einmal nicht mehr bösartig sein, wenn es darum geht? Und das ist etwas, da vielleicht auch schon ein bisschen mit zu rechnen, ja, dass man da nicht irgendwie ja, plötzlich so enttäuscht wird eben auch. Ich habe sie auch genannt, Erbe kann vergiftet sein. So wie Geschenke bei Narzissten sehr oft vergiftet sind, wie ihr wisst, kann eben auch das Erbe vergiftet sein. Das Haus kann totaler Schrott sein beispielsweise. Denn wie gesagt, oftmals rocken sie Dinge nur runter und machen selbst total wenig. Ich habe sie genannt, kauf dir lieber selber ein Haus oder wenn es auch kleiner ist und vielleicht oder kauf dir eine Wohnung oder so. Oder, also versuch eher deine Träume dir selber zu erfüllen, die du hast. Das ist auch was ganz anderes. Ja? Aber warte nicht darauf, dass du irgendwann einmal vielleicht in diese Immobilie deiner Eltern, diese Ferienwohnung, also diese Hoffnung darauf zu setzen. Du weißt überhaupt gar nicht, ob und auch in welchem Zustand etwas auch kommt. Lass dich nicht von stark narzisstischen Menschen zu Lebzeiten über den Tisch ziehen. Das machen die auch nicht selten. Leider machen sie es manchmal auch schon mit relativ jungen Menschen, so, die denken so, ne, den Kindern dann, ach, na ja, unterschreibe hier. Ja, und dann unterschreibt man etwas und dann auf einmal verzichtet man auf etwas. Also da müsst ihr auch ganz vorsichtig sein. Auch da, und wenn es ein bisschen was kostet, zu einem guten Juristen zu gehen, auch da braucht ihr keinen Fachmann, Jurist mit Narzissmus, Schwerpunkt irgendwas. Es reicht ein vertrauensvoller, guter Jurist, der euch da sehr, sehr gut beraten kann. Und da komme ich auch schon zum nächsten Teil. Fordere deinen Pflichtteil unbedingt ein und such dir eben Support. Und mit Support meine ich, wie gesagt, was jetzt juristische Fragestellungen betrifft, also ne, was steht mir wirklich zu? Die Antwort wirst du nicht unbedingt immer in einem Forum finden, sondern tatsächlich dann eben zu jemandem zu gehen, der dir dann auch genau sagen kann, okay, das steht dir eben auch zu. Gibt es Schulden, habe ich hier noch geschrieben, dann sollten es wohl nicht deine werden. Auch ein Punkt. Das sollte man auch sehen. Ne? Also ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema, aber nicht unwichtig. Jetzt drei Fragen. Das erste ist, hast du stark narzisstische Eltern? Wie verhalten diese sich in Bezug auf das Thema Erben? Das zweite ist, was sind deine Erwartungen an das Thema Erbe in deinem Umfeld? Und das dritte ist, wie kannst du in Bezug auf das Thema Erbe einen klaren Weg für dich wählen? So, ihr Lieben, das war mein Video zum Thema ja, Erben. Wenn ihr jemanden kennt, dem es helfen würde, schickt es gerne weiter. Ansonsten hier sind noch weitere Videos. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Genießt die Zeit, das Video ist jetzt vorgedreht. Hoffentlich wird das Wetter langsam besser. Macht Sport, genießt das Leben und ich freue mich super, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.